und für uns auch eine Enttäuschung ist, dass wir uns heute von Achim trennen mussten aus unserer Sicht, weil ich nichts gesehen habe oder wir nichts gesehen haben, was jetzt gravierend an Versäumnissen oder an Dingen, die zu beanstanden gewesen wären in seiner Art, die Mannschaft zu führen und zu trainieren, vorgelegen hat. Der Grund ist in der Hauptsache unser Tabellenstand und unsere Punktausbeute aus den ersten 11 Spielen. Das ist nicht befriedigend und das ist der Hauptgrund. Es gibt ja im Fußball immer wieder Entwicklungen, die dann auch etwas mit Glaube an das, was man tut, zu tun haben. Und uns ist im Endeffekt jetzt, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, wo wir der Meinung waren, dass wir einen neuen Impuls brauchen, weil Achim hat vieles versucht und leider Gottes nicht diese Ergebnisse erzielt, die notwendig gewesen wären, um diesen Glauben aufrechtzuerhalten. Wir haben ja gerade gestern in dem Spiel auch nochmal mit einer stark veränderten taktischen Grundformation, mit ein paar personellen Veränderungen versucht, diese Wende herbeizuführen und ja, dieses Zutrauen in das, was vorgegeben wird, dann auch, dass sich das in positive Ergebnisse ummünzt, herbeizuführen. Das ist uns nicht gelungen. Ich glaube, das Spiel haben alle gesehen. Das hat sicherlich nicht an fundamentalen Dingen gelegen. Und das hat uns dann zu dieser Entscheidung gebracht, dass im Gesamtergebnis natürlich viele Dinge hineingespielt haben, nicht nur Dinge, die wir selbst beeinflussen konnten oder die der Trainer beeinflussen konnte, sondern auch Widerstände, die von externer Seite auf uns eingeprasselt sind. Muss ich jetzt nicht alle wiederholen, weiß ja jeder, dass das eine oder andere, was wir an Entscheidungen hinnehmen mussten in den letzten Wochen, sicherlich selten so war, dass wir davon profitiert haben. Das hat diesen Prozess sicherlich nicht unterstützt und deswegen haben wir jetzt dieses Ergebnis.